Hallo und herzlich willkommen zurück bei Une Vie Fralmonde. Und heute sprechen wir darüber, in welchen Fällen du besser nicht nach Paris kommen solltest. Bevor ich loslege, möchte ich nur ganz kurz sagen, dass in diesem Video einige negative Dinge über Paris gesagt werden. Das heißt nicht, dass ich Paris hasse und das heißt auch nicht, dass es hier keine schönen Dinge gibt. Ich habe einige andere Videos gemacht, in denen ich auch über die schönen Seiten von Paris gesprochen habe. Aber es gibt natürlich auch viele Nachteile am Leben in Paris und darüber sollte man sich einfach bewusst sein, wenn man hierher kommt und deshalb dieses Video. Komm nicht nach Paris, wenn du saubere Luft brauchst. Paris ist eine sehr, sehr stark verschmutzte Stadt. Es ist die Stadt mit der höchsten Luftverschmutzung in ganz Frankreich. Und das merkt man auch, wenn man draußen rumläuft. Die Luft riecht eigentlich nie sauber. Manchmal ist es ein bisschen besser, wenn es geregnet hat. Aber im Endeffekt ist die Luftqualität immer schrecklich in der ganzen Stadt und auch in der ganzen Region. Weil leider Franzosen doch relativ viel Auto fahren, was nicht wirklich nötig wäre, da es natürlich sehr gut ausgebaute Verkehrsmittel gibt. Die aktuelle Bürgermeisterin von Paris versucht einiges, um Paris autofreier zu machen und die Leute dazu zu bringen, weniger Auto zu fahren. Aber den Leuten ist das irgendwie einfach schwer abzugewöhnen. Wenn man hier durch die Straßen läuft, sieht man auch oft so Messstationen, die einem anzeigen, wie die Luftqualität heute ist. Und an guten Tagen steht da mittelmäßig, aber das stand noch niemals gut. Viele Menschen in Paris haben Atemprobleme. Es gibt hier sehr viele Fälle von Asthma und natürlich leider auch von Lungenkrebs. Und es gibt Statistiken, die besagen, dass man in Paris weniger lange lebt aufgrund der Luftverschmutzung. Wenn ihr also beispielsweise Asthmatiker seid, solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr wirklich gerne in Paris leben wollt. Bei der Arbeit zum Beispiel habe ich eine Kollegin, die sehr starkes Asthma hat und es war aber eigentlich jahrelang gut. Und seit sie in Paris wohnt, hat sie wieder richtig Probleme, muss regelmäßig zum Arzt und braucht einen Inhalator. Wenn euch das Thema interessiert, kann ich euch unten auch noch einige Artikel dazu verlinken. Dann solltet ihr auch nicht nach Paris kommen, wenn ihr herzliche Menschen sucht. Dadurch, dass Paris eine sehr dichte Stadt ist, quetschen sich hier ganz, ganz viele Menschen auf sehr engem Raum zusammen, was dazu führt, dass viele Menschen sehr gestresst sind. Um das Ganze auszuhalten, haben die Leute so eine Art Filter, den sie sich tagsüber auflegen und dadurch wirken die Leute irgendwie sehr, sehr unnahbar. Also in der Metro führt man eigentlich selten Smalltalk und man hat das Gefühl, dass man die anderen am besten weder anschaut noch anspricht. Und dadurch fühlt man sich manchmal so ein bisschen einsam und hat das Gefühl, puh, wenn mir jetzt was passiert, würden die anderen mir dann eigentlich helfen. Also es ist in gewisser Weise eine sehr anonyme Stadt und es ist nicht leicht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Interessanterweise habe ich aber gemerkt, dass die Pariser am Wochenende ganz anders sind als unter der Woche. Also unter der Woche sind sie wie beschrieben, ne, weil man dann ja auch viel in der Metro fährt und man möchte dann am liebsten auch gar nicht von anderen Leuten groß tangiert werden. Und am Wochenende, wenn man frei hat und die Leute im Park sind und die Sonne scheint, dann sind die Leute plötzlich wie ausgewechselt. Und dann kann man auch schon mal mit der alten Dame auf der Parkbank reden oder man wird angesprochen auf der Straße und die Leute fragen einem nach dem Weg. Also wenn ihr längere Zeit hier seid, dann versucht auch mal ein Wochenende in Paris mitzuerleben. Komm nicht nach Paris, wenn du klaustrophobisch bist. Paris ist, wie ich schon gesagt habe, sehr eng und hier gibt es sehr viele alte Gebäude, die, dadurch, dass sie alt sind, einfach eng, klein und verwinkelt sind. Und in den meisten Cafés und Bars sitzt man wirklich so dicht gedrängt mit den anderen Leuten zusammen. Es gibt wirklich wenige Cafés oder Restaurants, wo man mal ein bisschen Platz hat und Abstand zu seinen Gesprächspartnern. Dann gibt es winzig, winzig kleine Aufzüge in Paris. Ich habe eine Freundin hier in Paris, die wohnt im 7. Stock und der Aufzug ist so eng, dass man sich nur seitlich reinstellen kann. Und selbst dann hat man noch Angst. Auch die Metrositze sind nicht gerade breit und man sitzt immer sehr dicht an seinen Sitznachbarn. Und natürlich sind auch die Wohnungen ziemlich klein hier. Das heißt ja, wenn ihr große, weite Flächen und Räume mögt, dann seid ihr definitiv nicht richtig in dieser Stadt. Ihr habt sicherlich schon gehört, dass Paris ziemlich teuer ist. Deshalb sollte man auf keinen Fall nach Paris kommen, wenn man kein ausreichend finanzielles Polster hat. Wenn es euer Traum ist, nach Paris zu kommen, dann solltet ihr euch vorher überlegen, wie ihr dann auch an Geld kommt. Denn alleine für die Miete, je nachdem, ob ihr in ein WG-Zimmer oder in eine eigene Wohnung zieht, könnt ihr schon mal zwischen 500 und 1000 Euro veranschlagen. Dann sind die Lebensmittel hier auch so teuer. Ausgehen, essen, trinken, alles ist teuer. Wenn ihr wollt, kann ich gerne mal ein Video darüber machen, wie teuer Paris ist. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch das interessiert und welche Preise genau euch interessieren würden. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, entweder schon einen Job zu haben, wenn ihr hierher kommt, oder mit einem gut gefüllten Sparbuch ranzukommen. Man sollte auch nicht nach Paris kommen, wenn man nicht zumindest ein bisschen Französisch spricht. Das Gute in Paris ist, dass es natürlich viele touristische Orte gibt und an denen wird im Normalfall Englisch gesprochen, aber an allen anderen Orten könnt ihr jetzt nicht unbedingt davon ausgehen. Und wenn ihr nur Englisch sprecht, werdet ihr meistens auch nicht so freundlich behandelt, wie wenn ihr zumindest ein bisschen Französisch sprecht. Wenn ihr auch immer an die Orte geht, an denen Englisch gesprochen wird, dann zahlt ihr auch natürlich viel, weil die touristischen Orte sind natürlich meistens teuer und auch oft schlecht.
Deshalb kann ich euch nur empfehlen, lernt zumindest Bonjour und wie man etwas bestellt und wie man bezahlt und so weiter. Dann habt ihr schon ein ganz anderes Paris-Erlebnis. Und wenn ihr plant, längere Zeit hier zu bleiben und hier zu arbeiten, dann muss ich auch ehrlich sagen, dass ihr mit Englisch auf Dauer nicht weit kommt. Denn selbst wenn die Arbeit auf Englisch ist, werdet ihr französische Kollegen haben, die in der Mittagspause Französisch sprechen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man hier zumindest ein Französisch hat, mit dem man eine simple Unterhaltung führen kann. Komm nicht nach Paris, wenn du gerne Fahrrad fährst. Man kann in Paris Fahrrad fahren und es gibt ja auch so ein Leihradsystem, aber ich persönlich würde es euch trotzdem nicht empfehlen, denn der Verkehr hier ist einfach furchtbar gefährlich. Die Autofahrer passen hier nicht auf, sie rechnen nicht mit Fahrradfahrern, die anderen Fahrradfahrer fahren wie Sau. Dann gibt es hier noch Leute auf Trottinett, also auf Rollern, auf diesen elektrischen, die auch einfach machen, was sie wollen. Allgemein Verkehrsregeln, das ist Franzosen, vor allem Parisern, relativ egal. Das heißt, wenn ihr Fahrrad fahren wollt, dann auf jeden Fall nur mit Helm. Ihr solltet auch damit rechnen, dass das Fahrrad leider relativ schnell geklaut werden könnte, demoliert werden könnte, in die Seine geschmissen werden könnte. Ja, auch das tun Leute. Es gibt allerdings, und das finde ich eine ganz schöne Entwicklung, jetzt langsam immer mehr Fahrradwege, die auch getrennt sind von der Straße. Also vielleicht wird Paris irgendwann noch eine Fahrradstadt, aber wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, an dem es ungefährlich ist. Und daher würde ich sagen, ihr könnt es tun, aber mit sehr, sehr viel Vorsicht und ihr solltet euch der Konsequenzen bewusst sein. Dann solltest du nicht nach Paris kommen, wenn du eine empfindliche Nase hast. Und ja, ich habe diesen Fehler auch gemacht, denn ich habe eine sehr empfindliche Nase. Und Paris ist leider eine Stadt, die ziemlich stinkt. Nicht nur wegen der Luftverschmutzung, sondern vor allem auch, weil leider französische Männer häufig in die Gegend pinkeln. Das ist erstens unangenehm, weil ihr sie oft dabei seht und man dann Dinge sieht, die man eigentlich nicht sehen wollte. Aber vor allem riecht es natürlich auch eklig, vor allem im Sommer. Deshalb ist der Winter in Paris eigentlich sehr viel angenehmer für die Nase, weil da wird viel halt durch den Regen weggewaschen. Aber Paris ist wirklich die Stadt, die an jeder zweiten Ecke nach Urin stinkt. Auch die Metro stinkt leider ziemlich, weil auch da die Leute in die Gänge pinkeln und so weiter. Letztens stand ich auch am Metrogleis und da stand ein Mann neben mir und hat auf einmal einfach neben den Süßigkeitenautomaten gepinkelt. Also macht euch auf jeden Fall darauf gefasst, dass ihr sehr viele Männer beim Pinkeln sehen werdet und dass die Stadt dementsprechend riecht. Dann solltest du nicht nach Paris kommen, wenn du eine große Wohnung haben möchtest. Ich habe ja eben schon beim Klaustrophobie-Punkt darüber gesprochen, dass man hier meistens kleine Wohnungen hat. Aber ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wie klein die Wohnungen hier sein können. Ich verlinke euch hier gerne mal mein Video, in dem ich mein Mini-Studio gefilmt habe. Also ich habe ein Jahr lang auf 11 Quadratmetern gewohnt und habe dafür 650 Euro gezahlt. Und ja, also ich kenne fast niemanden, der wirklich eine große, normal große Wohnung hat. Als Paar kann man sich im Normalfall gerade mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung leisten. Und als Familie, also wenn man nicht gerade wirklich zu den Best-Best-Best-Verdienern gehört, dann muss man außerhalb von Paris wohnen. Dann solltest du nicht nach Paris kommen, wenn du kein dickes Fell hast. Dadurch, dass in Paris sehr viele Menschen auf sehr engem Raum zusammenkommen, kann man auch Dinge wie Kriminalität, Prostitution, Drogenkonsum und so weiter nicht so leicht ausweichen und man sieht Dinge, die man vielleicht eigentlich nicht sehen wollte. Beispielsweise habe ich schon gesehen, wie sich Menschen in der Metrostation eine Spritze in den Fuß gerammt haben. Ich habe einen Mann in der Metrostation in die Ecke kacken sehen. Mein Freund hat einen Mann gesehen, der sich in der Metro selbst befriedigt hat. Ich habe schon einen Verkehrsunfall gesehen, bei dem ein Motorradfahrer durch die Luft geschleudert wurde. Dann haben die Gilets jaunes von meinem Fenster ein Auto in die Luft gejagt. Ich muss lachen, wenn ich das erzähle, weil es irgendwie klingt, als ob man irgendwie im schlimmsten Ghetto von New York wohnt. Aber es ist halt die Realität. Paris und die Pariser haben erstmal ein erhöhtes Gewaltpotenzial und es gibt hier natürlich auch sehr viel Kriminalität, sehr viel Diebstahl auch, sehr viel Armut, die man sieht. Man sieht Menschen auf der Straße, ganze Familien, man sieht Kinder, die betteln, man sieht verstümmelte Menschen und das ist am Anfang sehr verstörend und ja, auch jetzt nach 2 Jahren bin ich immer noch wieder schockiert, was man leider so sieht. Deshalb, wenn ihr hier dauerhaft leben wollt, muss euch einfach bewusst sein, dass ihr wahrscheinlich früher oder später irgendwas erleben wird, was euch nachhaltig traumatisiert. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt, der auch ein bisschen in die ähnliche Richtung geht wie die anderen. Und zwar solltest du nicht nach Paris kommen, wenn du eine saubere Stadt möchtest. Paris ist wirklich sehr, sehr dreckig. Das sieht man vielleicht jetzt nicht so an den Touri-Hotspots, aber sobald ihr in andere Viertel geht, werdet ihr feststellen, dass sehr viel Müll rumliegt, dass es oft nach Müll stinkt, dass die Leute ihren Müll in der Gegend abladen. Die Leute werfen alles auf den Boden, die Leute spucken auf den Boden. In manchen Vierteln liegt auch sehr viel Hundekacke rum. Die Stadt versucht da einiges gegen zu machen. Es werden immer mehr Mülleimer aufgestellt, aber leider haben manche Leute einfach keine Lust, Mülleimer zu benutzen.
Ich habe zum Beispiel letztens in der Metrostation eine Frau gesehen, eine ganz schicke Pariserin, bei der man das niemals erwartet hätte. Und ich habe gesehen, wie sie einfach so ihr Metro-Ticket zerknüllt hat und sie hat es einfach auf den Boden geworfen, obwohl direkt daneben ein Mülleimer stand. Das ist natürlich nicht der Großteil der Menschen, aber es gibt halt sehr viele Menschen, denen es völlig egal ist, wie die Stadt aussieht. Und daher, wenn ihr es super sauber mögt, wie in manchen deutschen Städten, dann seid ihr in Paris leider nicht an der richtigen Adresse. So, meine Lieben, das waren meine Gründe, warum man besser nicht nach Paris kommen sollte. Es gibt natürlich auch unzählige Dinge, die an Paris toll sind. Und wir können gerne in den Kommentaren auch über diese Dinge reden. Wenn ihr noch Fragen habt oder Ergänzungen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir auch einen Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich euch Tschüss, au revoir, à la prochaine.